Monta hat einmal übertrieben bei diesem einen Clip, Digga, ich schwör. Die Whiffs. Ist immer noch so Aber eine die haben das auch Sache. geklärt. Und dann sieht man halt einfach nur 99% auch eh negative Kommentare. Sei es jetzt TikTok oder Twitter. Oder andere Sachen. Oder auch wenn leider Streamer-Kollegen auf Sachen reagieren. Und zwar Witze machen. Und manche Witze sind auch sehr witzig. Wenn man es euch so vorstellen, wenn viele große Streamer Witze über dich machen, dann nehmen das mal Leute für sehr krass voll, weil da sind dann Zuschauer 20, 30.000, 40.000 Leute live. Über 100, 200, 300, 400, 500.000 bei Satter Hugo oder Hungriger Hugo. Und nehmen das halt dann leider super für voll. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass dann in dem Kontext mein Name so schlecht gemacht wird und ich so viel krassen Hate kassiere, auch für wirklich für Aussagen, die banal sind, wie diese Ultra-Thematik, für die ich mich auch öfter entschuldigt hatte, und alle auf so einen Zug mit raufgehen und ja, komm, das ist halt Jeff Strobel, den kann man beleidigen, den kann man dumm anmachen und halt nie so den Menschen, also mich dahinter sehen, Ja, ich habe das mitbekommen mit Monte und dem N-Wort. weil weißt du, 100 Hate-Nachrichten prallen an einem ab, aber die 100 erste tut er halt dann schon doch irgendwo weh. Weil im Endeffekt bin ich ja auch nur ein Mensch und niemand, der irgendjemand was getan hat oder irgendjemand Schlechtes. Oder ich habe ja nicht, weil ich setze mich ja nicht hier zum Stream hin und denke mir, ja, ich will die Leute abfacken oder ich will Leute nerven oder ich möchte Menschen etwas Schlechtes. Nee, ich setze mich hier hin, weil ich Leuten weiterbringen will, im Zocken, im Leben, die ermutigen will, auch zu studieren, Ausbildung zu machen, was auch in ihrem Leben zu machen und ihre Träume festzuhalten. Und auch wenn es wie bei mir Leute gibt, die sagen, ja, du kannst nichts, du bist das, du bist Booster, du bist schlecht, du bist ja nur ein Sidekick. Wie dumm. Einfach daran weiterzumachen, Leute zu glauben, weil ich glaube, ich werde das Image auch nicht mehr los, ist so ein bisschen schade, aber ich meine, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich mit Trimax gar nicht mehr so viel gemacht und habe immer noch dieses Sidekick-Image, obwohl ich eigentlich super. Ist ja genauso wie mit mir, Chat. Also guck mal, Chat, Leute, die mich nicht kennen, so richtig, sagen halt immer bekannt wegen Monte, bekannt wegen Monte, bekannt wegen Monte, was also eigentlich gar kein, also was gar keinen Sinn ergibt. Ich hab, ja natürlich habe ich einen riesen Push bekommen von Monte damals mit diesem EP-Ding, aber das war ja so damals, dass jeder einen Push bekommen hat. Das war ja so, ihr könnt euch an die EP-Phase erinnern, wo jeder einfach so einen Hype bekommen hat aus dieser Phase. Und ich glaube, die Leute haben halt meine EP sehr gefeiert und deswegen sind viele Leute bei mir hängen geblieben. Aber dadurch, dass bei mir, glaube ich, am meisten Zuschauer geblieben sind, weil ich schnell von EP weggegangen bin und auch anderen Stuff gemacht habe, kriege ich so damit am meisten zu hören, nur bekannt wegen Monte. Das ist wirklich crazy. Viel Valorant-Streamer mit Max. Wenn überhaupt auf Events was mache oder wenn er mich mal fragt für ein Placement, aber sonst mache ich ja nichts mehr für ihn und dann siehst du trotzdem mal überall so Kommentare, die ich halt einfach komplett wegfront und wegbeleidigen, ohne Sinn. Ohne Sinn leider. Und ja, ich würde einfach cool finden, wenn die Leute oder Leute, die das vielleicht jetzt sehen oder vielleicht auch mal geschickt bekommen, vielleicht von irgendjemand, die vielleicht überhaupt bis hierhin geschaut haben, wenn sie überhaupt Bock haben auf so einen Talk. Sie können gerne mal in meinen Stream kommen, sich ein eigenes Bild über mich machen, ein bisschen mit mir reden. Das dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und wenn man mich dann immer noch uncool findet, dann ist das okay. Also ich meine, du musst mir ja auch nicht folgen. Du musst mich ja nicht. Ey, diese Clip-Kanäle, ne? Ich muss auch eine Sache sagen. Ey, diese Clip-Kanäle. Guck mal, Reaction Hugo zum Beispiel, ne? Bro, da war es so, dass ich zu ihm gesagt habe, ey, bitte mach meine Clips nicht rein. Ich will nicht, dass die Leute in die Kommentare schreiben, weniger Roat, kein Bock auf Roat oder sonstiges, weil das war ja full damit. Und ich denke mir, ich kann doch gar nichts dafür, was die Leute da für Clips reinnehmen. Das ist doch gar keine. Das ist ja nicht mal meine Entscheidung. Der Cutter nimmt die Clips, lädt es hoch und wie viel er davon reinmacht oder welche Clips er reinmacht, das darf ich ja nicht mal entscheiden. Das kriege ich vorher nicht zugeschickt und weiß es auch gar nicht. Und wenn die Leute dann da reinschreiben, weniger Rohr, weniger Rohr, weniger Rohr, dann denke ich mir halt, okay, Bro, ich kann legit nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Dann habe ich gesagt, ey, Reaction Hugo, bitte nicht mehr meine Clips benutzen, weil die Kommentare, dann dachte ich mir, okay, wenn die Leute es nicht sehen wollen, dann will ich sowieso nicht drin sein.
Und dann habe ich mal mit Hungriger Hugo geredet und der hat gesagt, ey, der Reaction Hugo, der Cutter, du bist sein Lieblingsstreamer so. Und der hat das voll vermisst, Clips von dir reinzunehmen und so. Und dann dachte ich mir, okay, so, dann dachte ich mir, gut, er ist so, ich bin sein Lieblingsstreamer, es macht ihm Spaß, das Ganze zu cutten. Dann habe ich gesagt, okay, benutze die Clips. So, und dann sehe ich letztens wieder irgendwelche Clips, Bro, geisteskrank, wieder irgendwelche Clips, wo ich gar keinen Zugriff drauf habe und gar keinen Einfluss drauf habe, sehe ich wieder irgendwelche Clips und da wird geschrieben, zu viel Rohr. Ich denke, hä? Bro, ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann nichts machen. Es ist also richtig dumm einfach. Nicht mögen, du musst mich nicht feiern. Aber ich denke, dass sehr, sehr viele Leute ein falsches Bild von mir haben. Wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt mache, vor was ich überhaupt einstehe. Und viele Leute durch Social Media, durch Clips, die gefarmt werden, 10 Sekunden aus dem Kontext gerissen, 30 Sekunden da aus dem Kontext gerissen, im Zusammenschnitt. Du bist aber verloren, wenn du Kommentare von Hugo Video... Du bist aber verloren, wenn du Kommentare unter Hugo Video ernst nimmst. Die schreiben doch nur zu jedem Streamer weniger Clips von dem. Ja, das ist echt krass. Leider ist das Problem, dass die Satta Hugo Zuschauer, ich habe so das Gefühl, dass sie einfach nur eine Compilation von Monte, Trimax und Knossi haben wollen. So, keine Ahnung. Bro, ich sag, ich will nicht mal in diese Videos rein oder so unbedingt. Ich find's lustig, wenn daraus Edits gemacht werden und sonstiges. Aber ich würde es viel lustiger finden, Bro. Es gibt so viele kleine Streamer, die Banger-Clips haben. Und das Video wäre einfach viel lustiger. Aber die nehmen halt immer dieselben Streamer. Und ich würde es mehr feiern, wenn so halt mehr kleinere Streamer, aber dafür gute Clips, statt von einem großen Streamer schlechte Clips reinkommen. Versteht ihr, was ich meine? Also in welchen Highlights bei Satta oder Hungriger Hugo und dann in welche Reactions und in welchen Streamern, die halt eine große Reichweite haben und dann einfach alles ins Lächerliche ziehen. Das würde ich mir schon wünschen, dass dann vielleicht da ein paar Leute in meinen Stream kommen, sich einfach sich mal ein bisschen mit mir und meiner Person auseinandersetzen und dann denke ich, kann ich viele auch vom Gegenteil überzeugen, dass ich nicht die Person bin, die viele denken, dass ich sie bin. Sei es auf TikTok, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube oder sei es auf Twitch. Wie gesagt, ich kann manchmal eine eklige Person sein, wenn die Rages kommen in Valorant. Aber die dauern dann 2-3 Minuten, dann ist auch wieder gut. Das gehört halt einfach zu mir, so wie, keine Ahnung, andere Sachen zu anderen Streamern. Jeder hat irgendwie so seine Macken, seine Ecken und Kanten. Aber ich glaube, kein Mensch ist perfekt, genauso wenig wie du es bist, der hier gerade zuschaut. Das war mir noch, glaube ich, ein bisschen auf der Seele gelegen. Ja. Könnte man, oder kann ja vielleicht derjenigen oder der das sieht, gerne weitergeben an die Personen, die vielleicht irgendwie mich gar nicht mögen, aber noch nie vielleicht was von mir gesehen haben, außer irgendwelche weirden Clips. Würde ich mich sehr freuen. Guck mal, Chat, ich sag, wie ich mit Hate umgehe. Bei mir ist es einfach so, guck mal, Chat, ich bin 20 Jahre alt, ich bin mittlerweile an 5 Unternehmen beteiligt. Ich habe King Cans, Final City kriege ich zwar keine Kohle, aber da kümmere ich mich auch ums Team und sonstiges. Dann mache ich meine eigene Modekollektion. Bald habe ich eine Kollabo mit einem Mousepad-Hersteller, wo ich auch im Unternehmen mit drin bin. Und ich bin bei Urus mit drin. Das sind 5 Unternehmen und privat habe ich auch sehr viel zu tun damit. Und ich denke mir jedes Mal so, mit dem, was ich alles gemacht habe, konnte ich meinem Vater ein fucking Auto kaufen. Bro, ich habe auf einer Matratze gepennt. Ich habe Monate im 5-Minuten-Terrine gegessen. Und irgendein Heinrich schreibt mir im Internet, dass meine Clips nicht cool sind. Bro, mir ist das so egal. Bro, mir ist das so unfassbar egal. Meine Mutter ist 2 Monate in der Türkei. Ich habe sie in den Urlaub geschickt und sie konnte machen, was sie will. Sie konnte ihre Familie besuchen. Sie hat ihre Zähne machen lassen. Bro, es juckt mich nicht, ob Justus mich im Internet hatet. Und wenn Justus schreibt, dass die und die Art von mir kacke ist, dann ändere ich diese Art auch nicht. Mir ist es verfickt nochmal egal, was Justus sagt im Internet. Ich habe für mich, was ich im Internet mache, schon fast alles erreicht, was ich erreichen wollte.
Das Einzige, was ich noch vielleicht erreichen will, ist, dass ich mein Dad, meiner Mom ein Haus kaufe. Vielleicht, also erstmal meinen Eltern ein Haus kaufe, danach mir ein Haus kaufe, dass meine Schwester in Ruhe studieren kann. Und danach bin ich, Bro, danach habe ich das Ding für mich durchgespielt. Ich will gar nicht mehr. Ich will nicht mal, dass die Leute mich so krass mögen im Internet. Ich brauche keinen Zuspruch, ey, du bist so und so, du bist so und so, du musst das und das ändern oder sonstiges. Ich ändere mich für gar keinen Schwatz. Ich ändere mich für niemanden. Bro, für mich, on God, für mich, ich habe alles geschafft, was ich erschaffen wollte. Bro, also guck mal, ihr müsst euch vorstellen, Chat. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre, so, damit ihr meine RP-Phase versteht. Ich bin 18 Jahre alt und ich spiele RP. Bam, 18 Jahre alt, ich habe 20.000 durchschnittliche Zuschauer. 20.000 durchschnittliche Zuschauer. Überlegt euch das mal mit 18 Jahren. Dann kriegt man nur Kommentare, bekannt wegen Monte, bekannt wegen Monte, bekannt wegen Monte. Bro, wenn ich so ein schwaches Mindset hätte und dann irgendwie mich kaputt machen, ich hätte mich auch so kaputt machen können von den Leuten, von den ganzen Kommentaren oder sonstiges. Aber fick drauf, Chat, wirklich. Auch für euch privat, wenn irgendjemand zu euch sagt, zum Beispiel, wenn einer sagt, okay, die Situation war unkorrekt, das, was du da gemacht hast, dies und das, dann könnt ihr das ändern. So zu 100%. Das meine ich nicht. Aber wenn jemand sagt, ihr seid unsympathisch oder irgendwie, oder ihr versucht euch für irgendjemanden zu ändern oder sonstiges, trust me, macht das nicht. Trust me, macht das nicht. Zum Beispiel, ich habe gestern Urus verkündet, gestern war das. Gestern habe ich Urus verkündet, dass ich und Breitenbeck in Urus, mit drin sind. Und ich habe meine Streamer-Kollegen, die Getränke haben, habe ich gefragt, ob das für die klar geht. Wirklich, ich habe die sogar gefragt. Ich habe ein Angebot von Urus bekommen, erstmal für einen monatlichen Betrag. Dann habe ich zum Beispiel Willi angerufen und ich habe gesagt, ey Bro, ich werde das Angebot ablehnen, einfach aus dem Grund, weil ich euch unterstützen will, weil mit Vita wird dies und das. Er sagt zu mir, und er hat zu mir gesagt, Willi hat zu mir gesagt, Bro, mach das nicht. Vertrau mir, mach das nicht. Du musst auch selber an dich denken. Und es ist auch ein gutes Angebot. Und dadurch, dass ich das abgelehnt habe vorher, kam sie danach mit dem Vorschlag, dass ich am Unternehmen mit beteiligt bin, mäßig. Und sowieso, ey, die Kommentare bei Urus waren auch. Das war wieder dieses Gehate aus Prinzip. Bro, die Leute haben geschrieben, warum ist er jetzt bei Urus mit drin, wenn er Gönnergy hat? Wenn Monte Gönnergy hat. Bro, what the fuck? Jetzt mal Real Talk. Also wirklich gar keinen Sinn. Wirklich gar keinen Sinn. Ist doch. Also, Monte macht schon so lange Werbung, natürlich war er schon vorher bei Sugar Gang, macht schon so lange Werbung für Sugar Gang und wir haben King Cans. Wir haben nie irgendwas zu Monte gesagt. Nie. Bro, er macht sein Ding und wir machen unser Ding. So, halt einfach, jeder macht sein Ding. Und vor allen Dingen, Urus ist nicht mal ein Energy. Urus ist nicht mal ein Energy. Das macht gar keinen Sinn. Und das, bei diesem Video gestern haben so viele Leute Shit drunter geschrieben, das war so krass. Aber fuck off. Guck mal, ey, ich hab nur Vorteile mit Urus. Guck mal, Chat. Ich kann, Bro, ich hab gestern gesagt zu den Urus-Mitarbeitern. Ich hab gesagt, ey, kannst du für mich 2 Lilliputaner klären? Ich würde gerne einen Basketball-IAS-Stream machen. So auf lustig. Er hat gesagt, ey, ich kenn 2, wir machen das. Ich hab zu gesagt, ey, kann ich einen Fallschirmsprung machen? Ich will damit ein Video machen. Die klären das. Bro, das Ding ist, egal was ich von YouTube-Content in meinem Kopf habe, ich kann das jetzt umsetzen mit Urus. Ihr habt die letzten Videos gesehen. So, ich will mir mehr Mühe geben, was YouTube-Content angeht, weil ich empfinde, dass YouTube einfach tot ist. Bro, ich gehe auf YouTube, ich sehe nur Scheiße. Ich sehe wirklich nur Scheiße. Natürlich vernachlässigt man so ein bisschen Streaming, weil
YouTube nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch. So. Und ich habe mit Urus, guck mal, ey, wenn ihr, ich darf das leider nicht leaken, aber ich hab so, bald kann sein, oder wir sind schon sehr weit damit, dass ein amerikanischer Riesenstreamer nach Deutschland kommt und mit mir was zusammen dreht wegen Urus. Oder dass ich alles Mögliche, was ich an Ideen habe, umsetzen kann mit Urus. Dass ich so viele Sachen verlosen kann mit Urus. Man hat eigentlich nur Vorteile. Die Zuschauer haben Vorteile. Die Zuschauer haben Vorteile, indem ich auch Giveaways mache. Es werden auch viele Giveaways kommen. Viele Sachen verlosen. Und die sehen guten Content. Und ich habe einen Vorteil dadurch, dass ich an der Marke beteiligt bin. Es gibt eigentlich nichts zu haten. Bro, es gibt nichts zu haten. Und die Leute haten trotzdem. Das ist so krass. Ja, oder das, Digga, Floyd Mayweather hat einfach Werbung dafür gemacht, Chat. Überlegt euch mal. Floyd Mayweather. Und ey, das Getränk schmeckt ja auch geil. Ich feiere es. Guck mal, ich feiere das Getränk. Die unterstützen mich bei meinen YouTube-Videos. Ihr kriegt Sachen verlost und guten Content. Bro, es gibt keinen Negativpunkt dran. Es gibt keinen Negativpunkt dran für mich. Ja, Urus gibt's schon zu kaufen, ja. Meine Favorite-Sorte. Ich finde Zero schon sehr geil, aber ich finde Lila ne sehr am besten. Wo denn eigentlich bei in jeden Markt kann man das kaufen, Chat? Also, ihr könnt es euch gerne holen, probieren und testen. Also. Mir schmeckt es wirklich geil. Es ist kein Energy-Chat. Hat zu viel Zucker? Oh, das Ding hat 0 Gramm Zucker. Hier Zero. Also, wenn du keinen Zucker willst, dann kannst du auch keinen Zucker haben. Und ich trinke das den ganzen Tag. Ist auch Zero, du Keck. Ja, ich weiß. Die anderen beiden Geschmäcker nicht, aber wenn du keinen Zucker willst, dann kannst du auch Zero holen. Das meine ich damit. Auch Aldi, wir haben nur einen Laden in der Nähe. Ich glaube, Aldi auch, ja. Und wenn es euch nicht schmeckt, Chat. Und wenn es euch nicht schmeckt, ihr geht in den Läden, ihr kauft es euch einmal und sagt, ey, das schmeckt mir nicht. Ist ja alles fein. Müsst es ja nicht trinken. Trotzdem, sogar wenn ihr es nicht feiert und sogar wenn ihr es euch nicht holt, kriegt ihr auf YouTube damit Baba Content, Giveaways und das über einen langen Zeitraum halt. Also man kann, also es ist eigentlich, ich habe so abgewogen, so Positivpunkte, Negativpunkte und ich dachte mir, okay. Heute Morgen, nee, ich spiele keine Morgen. Es gibt, danke dir für deine 2 Monate. Ich habe Insta-Story gemacht, als ich live bin. Und ich bin zum Beispiel so, Chat. Ich habe das ja. Ich war zum Beispiel gestern mit Eli und so im Discord und ich bin jedes Mal aus der Cam gegangen, um das zu trinken, damit ich überhaupt was trinken kann, weil ich mag es halt einfach nicht. Ich mag es nicht, irgendwie auf Krampf Werbung zu machen, auf in einem anderen Stream oder sonstiges. Ich habe zum Beispiel. Eli hat zum Beispiel damals mich nach einem Paket für King Cans gefragt.
So, weil ich nicht wollte, so, dass es so rüberkommt, ey, kannst du Werbung für mich machen? Ich mag das nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja auch damals, Chat, ich war damals 16, 17 Jahre alt und habe mit Monte Pummelparty gespielt und da habe ich auch schon gestreamt. Aber währenddessen ich mit dem Pummelparty gespielt habe, habe ich damals, weil ich dumm war, habe ich so gedacht, ey, ich will nicht streamen, ich habe keinen Bock, dass die Leute rüberkommen und sagen, ey, und dann später, wenn ich erfolgreicher bin, dass sie sagen, nur bekannt geworden wegen Monte. Ich habe damals so oft mit dem Pummelparty gespielt, aber ich war währenddessen nicht live. So, und dann ging es damals los und Monte selber hat mir damals auf Twitter dann geschrieben, dass ich immer online kommen soll in RP, damit wir RP zusammen zocken. Kanntest du Monte schon vorher, RP, ja? Seitdem ich 16, 17 bin. Ich und Monte kannten uns damals durch Medi und durch die Chats. Ich weiß noch damals, Bruder, er hat Game of Thrones geguckt, er kommt in meinen Chat rein, wir haben uns einfach genau Game of Thrones Highlights angeguckt und genau in dem Moment ist einer gestorben. Aber das war sogar ein W-Spoiler, weil danach wurde geflippt. So, Chat, ich bin komplett im Reinen mit mir. So, ich bin immer noch der Ma Guck mal, ich bin immer noch der Meinung, dass ich so viel machen sollte wie möglich, weil ich die Gelegenheit dazu habe. So, ich find's auch ein bisschen wack. So, wenn man Streamer ist, man ist erfolgreich und man gibt nicht so 100% Gas. Keine Ahnung. Bro, du hast die Möglichkeit, für deine Familie auszusorgen. Du hast die Möglichkeit, so viel zu machen, dass deine Generationen davon leben können. Und ich denke mir, okay, ich bin 20 Jahre alt und ich kann so viel machen. Ich kann so viel machen. Dann will ich auch so mäßig die Gelegenheit dafür nutzen, guten Content zu machen. Ja. Wie sieht eigentlich von den 6? Aber es tut mir leid, dass ich gehatet wurde. Aber ich habe das Gefühl, Chat, ich sage euch auch ehrlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die mich nicht richtig kennen, sondern mich nur bei Clips sehen, dass sie mich nicht mögen. Immer. Immer. Die Leute, die nur meine Clips gucken, durch irgendwelche Highlight-Kanäle und so gar nicht in der Streaming-Materie mit drin sind, von denen werde ich immer gehatet. Du musst weniger Kommentare lesen, ernst? Ja, das sagt man so einfach so. Man liest ja auch Kommentare, damit jemand zum Beispiel schreibt, ey, mach beim nächsten Video das und das besser. Nur weil du Kenneck bist, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Digga, für mich, Chat, ich sag euch ehrlich, für mich sind Satta Hugo Videos und so Reaction Hugos und so finde ich schon so lange nicht mehr
Ich mag Hungriger Hugo so sehr, also persönlich, Bro, er ist so korrekt. Er ist unfassbar korrekt. Aber wenn es so um Satter Hugo geht, bin ich ehrlich, ich finde nur Knossi seine Clips sehr lustig, ne? Ich finde wirklich nur Knossi seine Clips lustig. Es werden so immer dieselben Jokes, die Jokes werden immer geflippt und sonstiges. Ey, wenn es um Satter Hugo und so geht, so Knossi ist für mich so, wo ich sage, okay, ey, der rettet für mich immer ein Video. Es sind ja auch immer so dieselben Jokes und sowas. Und guck mal, ey, Bro, hier, es gibt eine Streamerin hier, die so neu im Game ist. Ich glaube, die Lara heißt sie. Und ich find's immer übertrieben cool, wenn neue Leute im Game sind und viel streamen und viel dafür geben und wenn's funny ist. Ich freue mich immer so über neue Streamer. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Leute bei diesen Satter Hugo Videos, wenn die einen neuen Streamer sehen, ah, scheiße, beim nächsten Video nicht drin. Bro. Krank. Ey, da ist eine Ananas. Da ist eine Ananas. Nee. LOL, ich schwöre, das war ein Smoothie. Nein. Was machst du ey, da? Ich schwöre, das kann man sogar noch essen, ne? Auf Ernst. Kann man das Stück abmachen? Boah, das ist so weichig geworden. Digga, was? Weißt du gar nicht, wer es am Mund hatte? Digga, was? Digga, das ist crazy. Das will ich niemals im Leben machen. Nein, Walla, nein. Ey, da ist eine An. Digga, ist das ekelhaft. Schau, komm, wir schauen uns Hamid sein Video an. Was geht ab, Freunde? Wir machen heute ein peinliches Songs in der Bibliothek abspielen. Wir haben bei Omid auch ein Part gedreht. Check das ab. Und wir werden Leute einfach abfacken, während sie lernen. Eigentlich unkorrekt, würde man meinen. Oder Omid? Du bist ja Student. Stell dir mal vor, irgendwer wird dich abfacken. Wärst du sauer? Ich würde es nach 5 Minuten vergessen, einfach weiterlernen. Entschuldigung. Boah, man hört nur auf rechte Seite das Abfuck. Was lernen Sie da? Physik-Symphonie. Es ist das ganze Video so? Unter den. Och nee, Digga. Raum hier ist nur für Ekvologie, Ja. Speziell dieser Bereich in Atzen. Und hier darf man diesen Bereich nicht lernen. Der ist einer weiter oben. Also daneben lernen. Ja. Lernen Sie auch? Ja. Was heißt dieses Fach? Von N. Hudson, Exrologie. Exrologie. Ja, also Biologie, Politik, Wissenschaft, das alles hier in dem Raum. Einer drüber ist Mathematik und der oberste ist alles. Okay. Ja, nur als. Ja, aber ich bleibe heute, ab morgen stehe ich oben. Es Oder muss ich wäre schon unbedingt? gut. Okay. Digga, der arme Mann. Sehen, dass man miteinander so lernen hier. Das ist aber echt cool, müssen Sie ausprobieren. Vor allem oben sind dann Gemeinschaftsräume und dann können Sie mit denen, wenn jetzt jemand dasselbe Thema hat wie Sie, Wait, das ist eine Frau? falls Sie eine Frage haben, einfach schnell fragen. Das wäre super, weil ich hätte jetzt eine Frage gehabt, tatsächlich. Ach so. Ja, Ach, zur hallo. Exologie. Ja, Chat, also das kann man mir aber nicht übel nehmen, dass man so von Seite. Schade. Aber 21 Uhr. Bis 21 Uhr hat man keine Frage, oder? Wäre Arbeitest schon. du hier? Ja, ich mache heute Okay. den. Okay. Alles gut. Ist nicht schlimm, wenn Sie das noch nicht gehört haben, aber. Ups. Nein, noch nicht. Entschuldigung. Ich gehe schon nach Hause. Also, alles gut. Sie können ja auch Exologie studieren zum Beispiel. Also hier, Sie dürfen ruhig hier bleiben, solange. Ne? Ja. Damit Sie wissen, Sie müssen jetzt nicht nach oben, aber für das, also der Lärm. Bruder, bitte, nee, ich kann mit. Bruder, mit der Kamera, ich kann mir das Stoff nicht, muss. also wirklich mit dem Mikro. Das fickt meinen Kopf. Wir haben direkt zum Anfang übertrieben. Ich Bruder. sag, das ist Du wirklich hast übertrieben. Der erste Witz war, wie schicken wir ihn nach Hause?
Alter, ich sag, du hast echt übertrieben. Voller, okay, die wollten nur lernen, okay, ja. Wir schalten jetzt einen Gang zurück. Die wollte einfach nur lernen. Wir schalten keinen Gang zurück. Es gibt nur Gänge nach oben. Okay, die nächste Runde ist, noch mit Video zu tun, als ob er einen Anruf bekommt und einfach so ein Telefonat fällt, so ein peinliches. Ja, am besten. Go, let's go. Nee, Digga, hört man jetzt nur auf linke Ohr. Hallo? Was geht schon? Digga, nee, nee, ich kann mir das nicht geben, ich schwöre. Ey, das ist voll Krise. Ey, was machst du? Schlechte Neuigkeiten? Was ist jetzt? Nein, 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 nein. Nein. Du kannst nicht wieder schwanger sein. Du kannst nicht wieder schwanger sein, das geht nicht. Nicht das fünfte Mal in 3 Jahren. Nein, das geht nicht, Schatz. Ey, ich bin hier gerade am Lernen. Ich baue uns gerade einen Zug. Das fünfte Mal in 3 Jahren. Guck mal, du kannst mir noch nicht erzählen, dass du jetzt das fünfte Mal schwanger bist. Das geht nicht. Auf Ernst sogar, nein. Nein. Ja, dann treib's ab. Was soll ich machen? Das ist doch nicht mein Problem. Jo. Was? Das geht nicht. Ich sag dir offen ehrlich, also wenn du das behältst, dann... Du willst es behalten. Du willst es wirklich behalten. Das ist crazy. Ja, dann ist vorbei. So, hast du gerade das Telefonat mitbekommen? Ja. Hast du was gehört? Was hat gesagt? Irgendwie gesagt, du musst ein Kind abtreiben oder so. Ey, ich schwöre, der hat das dahinter, die hat das komplett mitbekommen. Nee, es geht nicht. Ich schwöre, ich kann nicht. Ich schwöre, ich kann nicht. Ey, das triggert mich tot. Arlen? Nee, ich kann nicht. Ich schwöre, Chat, ich kann nicht. Ich schwöre, ich kann nicht. Wirklich, das triggert mich tot. Ich würde mir das so gerne angucken. Ja, das Video ist stark bestimmt, so auf Handy gucken. Aber so, ich kann mir das nicht geben, es tut mir leid. Gucken wir Satta Hugo? Muschelsuppe machen, ey. Die werde ich essen, die werde ich essen, mit richtig viel Hass. Ihr habt Krabbenkrebse, Shrimps. Ihr habt... Ey, kennt ihr diese Fliegen, die ganze Zeit nur durch die Raummitte fliegen und immer wieder einem ins Gesicht fliegen und dann landen wollen? Wollen die sterben oder was? Was ist denn mit den Fliegen? Warum macht es das? Wie dumm ist die denn? Digga, ich habe hier eine Fliege auf dem Bildschirm, Alter, warte mal. Die arme Fliege, ja, ich hau da einen über den Dürsel und schmeiße die in mein Aquarium. Meine Hechte freuen sich, Digga. Ja. Wo ist denn die Fliege, Alter? Ah, ja. Tja, wenn eine Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz und dann freuen sich die Hechte. Der Kollege, der hat mir das Leben zur Hölle gemacht, aber am Ende bin ich der Sieger. Am Ende der Jagd! Da, Leti, habt ihr gesehen? Da, da, da! Ich bin eins mit der Natur! Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Guten Morgen! Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick wieder nach vorn. Ui! Oh yeah! Also im Grunde testen wir jetzt gleich TikTok-Gadgets, Freunde. Also heute ist es hier ein Reef-TV-Stream, Bro. Kein Gameplay, nur just Chatting und dann auch ein Video für YouTube aufnehmen, Bruder. Nee, Kevin. Das ist einfach ein Kevin-Stream. Du schiebst es immer auf mich, aber du klaust meinen Partnerschub, klaust meine Formate. Soll ich mal ganz kurz einen Kevin-Stream machen? Okay, Chat ist jetzt giga-cringe. Okay, giga-cringe, Chat, bitte. Shut up, Chat, ich muss ganz kurz machen. Bilbo ist fürs Thumbnail. Shut up, Chat, halt's Maul, ich muss das machen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich on-stream schlafe, meine Cam nicht geht und Seife rechts unten läuft. Ich muss gerade im Schlaf ziehen. Ich hab noch nie Kugel gezogen.
Es ist wieder soweit. Er hat eine neue Frau, die er versucht, auf eine ganz seltsame Art und Weise rumzukriegen. Man denkt, Stegi ist so ein Unschuldiger. Ja, finde ich auch. Stegi, es ist okay. Du likest seit 2017 auf Twitter. Also ich glaube, niemand dachte von dir, dass du der komplett Brave bist. Okay, das ist so ein Multiplayer-Game. Let's go. Ich schicke dir das einfach mal. Wieso hast du gamed auf deiner For You? Vielleicht, weil ich die letzten Tage und Wochen halt mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das ist so wie bei dir. Algorithmus merkt sich die Sachen, die du anguckst und dann kriegst du die auf die For You. Oh mein Gott, es bringt gar nichts mehr. Yo! Oh mein Gott. Digga, was ist das? Ich habe es geklickt. Da ist alles kaputt. Es wird immer Digga, schlimmer. Geht es Stegi gut? Grünes Herz, erster. Digga, ich will mal jetzt seine Twitter-Likes angucken. Was liked er so auf Twitter? Fucking Stegi. Likes. Ey, yo! Ey, yo! Ey, yo! Ey, yo! Stegi, Alter! Bro, was liked er da? Grünes Herz, die Lara. Grünes Herz, Stream. Jedes Mal, wenn ich in den Stegi-Stream reingehe, höre ich dieses die Lara-Lied. Ey, guck mal, die Lara streamt. Wird mir hier vorgeschlagen. One thing about me, ich fahr Auto seit 4 Jahren. Egal, in welchen Stream ich reingehe, jeder reactet darauf 100 Mal. Es muss doch so langsam aufhören. Er holt mich an, huhu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. One thing about me, fahr kein Auto seit 4 Jahren. Aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Die Lara, jetzt schon mehr Viewer. Bro, trinkt sie aus einem Totenkopf? Jemand hat gerade geschrieben, du bist die größte deutsche Streamerin nach Reveal. Irgendwann nochmal Haare grün machen. Ich glaube, nach den aktuellen Verläufen hier auf Twitch habe ich ein bisschen Angst vor Stegi dann. Hallo, hallo, ich bin's, die Lara. Also Stegi hat halt keinen Content heute, außer als auf die Lara zu reacten. My name, don't call my name. Muss Stegi helfen mit die Lara. Wir müssen Stegi machen lassen. Der Mann ist alt genug. Haben wir das Gefühl, dass er alt genug ist? Nein. Aber jetzt ist es, glaube ich, wieder weg, das Knistern, glaube ich. Klingt jetzt besser? Nee. Wait, sie ist eigentlich TikTokerin? Und Stegi hat einen Crush auf sie. Übelst. Und was machen die denn immer im Stream zusammen? Liken die zusammen Sachen auf Twitter? Neue Großfamilie. Okay, was spielen wir? Du wolltest irgendwas spielen mit mir spielen und mich ins kalte Wasser werfen. Ja, das ist richtig. Okay, und welches? Und zwar Keep Talking Nobody Explodes. Mhm. Aber ist geil. Die zocken Spiele, die so nicht so Mainstream sind. Das ist geil. Besser? Nee, noch nicht viel besser. Bei mir wird nur immer geschrieben, zwischen uns knistert. Das verstehe ich nicht. Also was da knistert hat. Also ich knister, mein Mikrofon knistert nicht, oder? Nee. Ich hab mich um was gekümmert, ne? Aber behalt es in Ehren, okay? Schau mal. Oh, eine Blume. Danke dir. Was auch, was ich jetzt mache? Ich bin der Meister. Dann würde ich sagen, ich baue mein Bett einfach mal hier hin. Und dann kannst du dein Bett hinbauen, wo du möchtest. Mm. Als ob Minecraft riss. Oh, nein, jetzt steht das blöd. Ja, egal. Egal. Wenn du das kaputt machst, dann hast du es trotzdem, oder? Ja, genau. Du kannst es sozusagen abbauen und dann nochmal platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auf. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Was machen wir jetzt? Nein. Aber es ist Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Dann sollten wir schnell hochgehen, ja. Stehe hier einfach richtig in LP-Chat. Hast du es umgebaut? Nö. Noch den ganzen Müll an, sag ich dir. Wie in deinem Streamingzimmer. Oh,
Das ist jetzt meine Bude nach 100 Tagen Open-End-Stream. Wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann habe ich auch gedacht, wer ist die Lara, Bruder. Was? What? Yo! Oh mein Gott! Ich, das darfst du nicht sehen. Ich bin reich! Wer ist das? Oh. Wer ist das? Oh. Chef Strobel. Jawoll! Der Chef Strobel! Yeah! Ohne Witz, das ist bisher der schönste Affe, den ich je gesehen habe. Noch vor Chef Strobel. Ich möchte jetzt hier für alle Leute und für alle Viewer von satter, hungriger Nutten-Hugo einmal prädestiniert sagen, als gesammelte Vereinigung der Nutten-Hugo. Streamer. Keine Clips mehr von Chef Strobel in diesen Videos sehen. Chef Strobel Compilation einfach, was passiert hier? Warum ist er so relevant auf einmal? Nur weil er ein bisschen reimt oder was? Nur weil er sagt Hausmaus Klaus. Das ist alles, um in Satter Hugo Videos zu kommen. Wenn du in so einem Satter Hugo Video drin vorkommst, das ist ja für die Social Media Streamer, das ist dann immer wie Champions League. Oder wie eine Ich finde 0,0. Nominierung von Nationalspielern. Findet ihr, Chat? Ich glaube, das Problem ist halt, dass die Leute das denken, die nicht wirklich auf Twitch sind. Die Leute, die nur Clips angucken, denken das. Die Leute, die wirklich auf Twitch sind, die wissen, dass zum Beispiel so ein Papa Platte content-technisch oder sein Streams-technisch Platz 1 ist. Aber wenn er in Satter Hugo Videos nicht vorkommt, dann denken die anderen Leute, ey, Papa Platte ist gar nicht so relevant. Das ergibt gar keinen Sinn. Die Leute, die wirklich auf Twitch sind, die reine Materie verstehen, die wissen schon, wer krass ist und wer nicht. Satter Hugo ist der Bundestrainer und wenn ein Video ist, ist Länderspiel und dann werden die Leute nominiert fürs Länderspiel. So ist das vergleichbar. Ich hab's geschafft, Digga. Ich bin in einem Satter Hugo Thumbnail, Digga. Let's f***ing go. Ihr werdet's nicht glauben, ich bin nach 4 Jahren Streaming das allererste Mal in einem Satter Hugo Video. Guckt's euch an, ich konnte selber nicht fassen. Da steh ich, Leute. Ich steh da. Digga, was? Ich hab's geschafft, Chat. Da darfst du nicht anrufen und sagen, ich bin witzig, nehme ich mal ins Video mit rein. Ich würde gerne ins hungrige Hugo-Video kommen. Nerv nicht! Die fliegt irgendwie immer irgendwo hin und dann streamt die da so IRL mit so 4-5 Leuten. Das ist eigentlich immer voll cool. Aber diesmal war es halt nicht so cool, weil Chef Strobel dabei war. Umsatz 2011, 17.800 Euro Jahresumsatz. 17.000 Jahresumsatz, Digga, das ist doch... Oh, das ist echt Krise, Digga. Keine 2000 Euro. Es gibt, glaube ich, in Deutschland niemanden, der weniger macht. Naja. Ah, einen gibt es da noch. Ja, der Chat weiß es. 700 Leute spammen Chef Strobel rein. Chef Strobel geschätztes Einkommen letzte 7 Tage. 51 Euro. Zu ehrelos. Ich habe es tatsächlich in die Insta-Story von Rosin geschafft. Was ist das mit Frank Rosin, Digga? Warum reactet da momentan hier da drauf? Ich habe das nicht mitbekommen, weil es Content ist. Ja, ach so, okay. Ist was Gesundes. Ein Tata, ein Tata, ein Tata, Tata. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Einbauen. Mach jetzt. Als ob. Ja, ich habe Chef Strobe sein neues Video gesehen. Ein Freunde, es ist der Wahnsinn. Wir haben ihn hier, den einzig wahren. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Ja, du kannst darf ich das tun? Ach, was nicht Sie. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass Frank Rosin auf Twitch sehr groß ist einfach momentan. Ich wusste, dass da was geht bei Twitch und so. Digga, filmt Rumatra oder warum shaked es? Wer ist denn da so aufgeregt, dass er jetzt Frank Rosin ist? Das ist wer filmt? Was ist denn das denn so? Ich baue mir jetzt Equipment. Wir gehen auf Twitch live. Der war in seinem Twitch-Chat sogar. Ja, Bro. Also, ich schwöre, wenn es so weitergeht, hast du bald auch noch Merkel in deinem Twitch-Chat. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten einfach Zoom-Call. Abend, guten Morgen. Ich hab gehört, ihr wollt euch treffen. Ey, der folgt mir nicht mal auf Instagram. Der folgt Zabex auf Instagram, aber mir nicht. Das ist so random. Oh, nee, er folgt mir immer noch nicht. Ich dachte, seine Followeranzahl ist um einen gestiegen, aber es bin nicht ich, dem jetzt folgt. Alter, du checkst täglich seine Follower? Ich check täglich. Digga, du bist so Psycho. Du brauchst Hilfe. Es ist ein Step in die richtige Richtung. Genau. Oh, danke, Rosin. Geht das Lob der... The fuck? Du bist so Psycho. Einzigen Shit, den ich mir gerade jetzt anzünden soll. Ich zünd jetzt die Fackel. Oh mein Gott. Das Ding wäre fast over gewesen. Wenn das Ding einmal brennt, war es das mit der Win Challenge. Holy shit! Yo!
Motherfucker wollte sein Haus anzünden, ne? Digga, ist der doof. Er wollte einfach sein fucking Haus anzünden. Ah? Mm, achso, Essen. Baba! Baba, wann ist Essen fertig? Ich hab Hunger. Baba, ich hab Hunger. Baba! Essen und nochmal essen. Chicken Chat. Schau Discord. Ah, hier. Die nächste Runde ist. Womit wird. Ja, was ist das für eine Grafik? Womit wird den jetzt verschlingen? Von hat jetzt. Okay. Digga, als wenn du das hinbekommen hast, das Ding zu fixen, aber er nicht. Kannst du die Grafik irgendwie ein bisschen bearbeiten? Hm. Welche Videos sind noch neu rausgekommen? Sydney irgendwas? Muss die. Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zum zweiten Vlog. Meine Roomtour, ein Tag. Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist so ein Tag mit mir wieder mal, weil ich und Cora jetzt Termin bei Haki haben und später habe ich dann noch Training bei Delay Sport. Oder? Oder er füllt mich dann. Er hat noch kein Training bei Delay Sport, also er fängt noch nicht an. Wegen meinem Außenband an. Also im ersten Block hat man es ja gesehen. Ich bin beim Training umgeknickt. Ja. Hey, Digga, jetzt sehe ich übertrieben. Also, Alter.
Da bin ich ungeknickt. Hier ist normal. MRT gemacht, Außenbandanriss. Wann war das? Alter. Was, 3 Wochen oder so? 4 Wochen. Ja, ich bin 6, 7 Wochen bin ich out. Genau, ich mach dann heute wieder beim Training mit. Mein Knie fühlt sich gut an. Mal gucken, ich gebe noch nicht 100%, weil ich will nicht direkt so kaputt sein nach dem Training. Ja, mein Knie. Ich bin entspannt. Dein zweites Training? Ja. Digga, die Leute müssen wirklich Vlogs machen, wo krank viel passiert, ne? Ich kann mir mittlerweile keine Vlogs mehr geben, wo 50% gelabert wird. Ruhig, nicht jetzt direkt so, ne, auf die Kacke holen, weil wenn du dich wieder verletzt, dann machst du das. Guck mal, das wird illegal lecker und das wird nicht sein. Ich muss illegal lecker spielen. Ich würde sogar mit gebrochenem Fuß spielen. Ich hoffe alles. Du denkst immer Spaß, ich hoffe alles, ich würde mit gebrochenem Fuß spielen. So, ich nehme euch heute einfach mit. Lasst alle gerne ein Like da, ein Abo, lasst einen netten Kommi da. Sehen uns dann bei Haki. Hallo Freunde, wir sind jetzt bei Haki. Karai ist schon ready für sein Fahrrad, gleich 1,5 Stunden fahren. Mal work, hart durchziehen. Und ich muss gleich sagen, ich hoffe, ich bin nicht auf Lauf, weil ich heute Training habe. Das tut alles so weh. Das tut alles so weh. Danke, ne? Haki, auch danke schön. Kein Problem. Ich hab das Teil noch nie gesehen, Digga. Seit wann machen wir das? Oh mein Knie, rot. Okay, wie rot mein Oberschenkel ist. Oh, ich bin so auseinandergenommen. Ich hab nichts gemacht. Ich sitz einfach noch ganz krank. Ich muss grad Fahrrad fahren. Ich werd mir kaputt. Heute die gleich safe Absage. Ich geh niemals. Ich kann nicht mehr. Ich schütze überall. Digga, what the f... So anstrengend, Digga. Ich würde euch gerne meinen Bauch zeigen, wie er schwitzt, aber ich zeig nicht meinen Bauch, weil Haram. Ich sag es an. Er zeigt danach einfach seinen nackten Rücken. Ich war an. Ach, okay, reicht. So, Freunde, ich bin jetzt fertig mit 1 Stunde Fahrradfahren. Ich mache noch 10 Minuten ausfahren oder auslaufen, keine Ahnung, wie das heißt. Ich schwitze geisteskrank komplett. Überall, mein Bauch, mein Arsch, meine Hose. Ich zeig euch gleich meine Hose. Es ist wirklich. Ich laufe schon die ganze Zeit nackt hier, weil ich habe leider nicht meine Sachen mitgenommen, weil ich dachte, dass ich heute nicht laufen muss oder beziehungsweise Fahrrad fahren muss, weil ich später Training habe. Aber nein, Haki arbeitet durch. Never stop the grind. Ich habe keine Anziehsachen mitgenommen. Und ja. Breitenberg ist in meinen DMs, bitte helfen Sie mir. Hat er dich schon nach Fußbildern gefragt? Ja, das heißt, ich muss mit nasser Hose, gleich nasser T-Shirt nach Hause fahren. Ich hab gar keinen Bock und mein Arm fällt gleich ab, hat es gleich. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Training mit Taki. Ich bin fertig mit Fahrradfahren.